Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Teil Nummer 28 meiner Megaserie über Musikproduktion. Gestern und vorgestern habe ich dir gezeigt, wie du einzelnen Instrumenten mittels Automation mehr Dynamik im Mix verleihen kannst. Und heute zeige ich dir, wie du noch mehr Drama in dein Arrangement bekommst, indem du den Masterfader und Gruppenspuren automatisierst. Außerdem gibt es ein paar Tipps, wie du mittels Delay-Automation deine Lead-Vocals noch besser in den Mix einbetten und für spannende Momente sorgen kannst. Legen wir gleich los. Wir schauen uns also hier das Projekt an und ich gehe hier in Logic, ist das der Tastaturkurzbefehl A, über Automationsansicht hier mal rein und du siehst, da ist jetzt automationstechnisch schon einiges passiert. Was ich jetzt gemacht habe und was wir jetzt als erstes machen, bevor wir uns um die Vocals kümmern, ist, das möchte ich dir kurz zeigen, hier der Master Fader. Der Master Fader ist der Fader, der den Komplettmix, mit dem ich den Komplettmix steuern kann. Das heißt, wenn ich den Master Fader hier lauter ziehe, das heißt, jeder DAW ein bisschen anders. Wenn ich den Master Fader hier lauter ziehe, dann wird der komplette Mix lauter. Also alles. Ja? Der Gesang, die Band, die Instrumente, alles wird lauter. Und das habe ich jetzt hier hinten gemacht bei diesem Crescendo. Ja? Und zwar gehen sie hier in den, naja, würde ich fast sagen, das ist der Höhepunkt des Songs, wenn sie hier aus dem Interlude rauskommen. Wir können uns das gerade mal kurz anhören. Direkter Vergleich, ohne dass ich jetzt hier das lauter gezogen habe. Du hörst also, das ist ein massiver Unterschied. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel lauter ich es gezogen habe. Ich glaube, 3,5 waren es. Und ich habe den letzten Chorus dann auch plus 0,5 dB lauter gemacht. Das heißt, es ist 0,5 dB lauter als alle vorherigen Choruse und die komplette vorherige Performance. Das mache ich auch ganz gerne, dass der letzte Refrain insgesamt einfach nochmal einen Tacken lauter ist, weil das auch auf den Zuhörer die Wirkung hat, dass es noch dramatischer einfach ist. Wir probieren das jetzt nochmal zusammen an einer anderen Stelle und zwar, wenn es in den zweiten Chorus reingeht. Das ist nicht so eine massive Steigerung oder es ist nicht ganz so dramatisch. Schauen wir mal hier kurz. Ich möchte, wenn Bass und diese verzerrte Gitarre, dieses Riff spielen, da, 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 in den Chorus dann reingehen, möchte ich, dass die gesamte Band lauter wird. Jetzt nicht die Vocals auch, sondern nur die Band. Und das zeichnen wir jetzt per Automation kurz in Echtzeit ein. Ich bin hier im Bandbus, also das sind meine Instrumente. Ich schalte meine Automation scharf und werde jetzt einfach hier den Volume Fader hochziehen, wenn diese Steigerung kommt. Okay, das ist jetzt Live-Automation, du siehst gleich, wie ich es einzeichne. Super, sehr schön. Das war's schon. Wenn wir jetzt die Band mal anhören, ich habe die hier um 3,5 dB hochgezogen. Hören wir uns mal an. Man hört es nicht so extrem, aber du hörst doch trotzdem, dass die Band ein bisschen hochkommt, also ein bisschen lauter wird. Und du musst dir das bei sowas einfach ein bisschen vorstellen. Ich stelle mir es gern bildlich vor, dann wird es einfacher. Das Arrangement zeigt dir eigentlich, wo du hin sollst mit deinen Dynamikentscheidungen, Automationsentscheidungen. Also ich stelle mir jetzt vor dem zweiten Chorus, schließ mal die Augen und stell dir bildlich vor, okay, die Band steht jetzt vor mir. Was machen die, wenn sie in den Chorus gehen meistens? Der Gitarrist geht ein bisschen mehr in die Knie, der Drummer haut beim Break ein bisschen stärker rein, genauso wie der Bassist. Das kannst du dir so bildlich vorstellen und im Prinzip zeigt dir das Arrangement dann schon, was du machen musst. Und hier jetzt in dem Moment merke ich, okay, ich möchte von der Dynamik das noch ein bisschen mehr anheben. Okay, kümmern wir uns jetzt mal um die Vocals. Hier habe ich verschiedene Sachen gemacht. Und zwar habe ich angefangen, wenn wir jetzt hier die Lead-Vocal-Spur haben, ich fange mal hier an, zunächst mal, ja, beim zweiten Vers. Ich habe diese Spur hier kopiert, die Lead-Vocal-Spur. Und ich wollte im zweiten Vers noch ein bisschen für ein paar Lückenfüller sorgen, weil sie da relativ wenig singt. Und du weißt, zweiter Vers immer gefährlich, könnte langweilig werden für den Zuhörer, könnte er wegschalten. Das ist der Part, wo die meisten Zuhörer wegschalten übrigens. Habe ich gedacht, okay, ich versuche nochmal was einzubauen. Und das ist einfach ein Delay, was ich hier eingebaut habe. Wir hören mal kurz rein. So go pack up all your records.
once I borrowed from your drawer. Weiter nochmal hier. Das habe ich jetzt tatsächlich nur an diesen zwei Stellen gemacht. Ich zeige dir kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach, wenn ich das auf einzelne Wörter mache, gibt es jetzt verschiedene Wege, dahin zu kommen. Du kannst das Delay automatisieren und so weiter. Ich habe jetzt in dem Fall einfach die Lead-Vocal-Spur kopiert und die Stellen rausgeschnitten, also die Wörter rausgeschnitten, die ich mit Delay versehen möchte. Und habe dann hier an dieses Delay gesendet. Das ist einfach ein Echo. Ein stinknormales, ordinäres Echo. Das habe ich auf ein Viertel eingestellt, Feedback auf 50. Und man könnte jetzt natürlich noch probieren, das Delay nach rechts zu machen, ja, oder lauter oder leiser zu machen. Wenn ich jetzt, ich kann es ja auch nicht hier nach rechts drehen. The ones I borrowed from your drawer. Ja. Und bei solchen Delay-Sachen muss ich dich jetzt auch nochmal warnen. Es ist sehr wichtig und ich habe es auch noch ein bisschen verhallt, das Delay selber. Mit dem Vocal Verb. Das ist auch immer ganz gut. Ich muss dich bei sowas warnen. Übertreib nicht mit sowas. Mach das nicht bei jeder Phrase. Es gibt Bands, die machen es und es gibt auch Songs, in die passt rein. Aber mach das nicht bei jeder Phrase. Und es ist ganz wichtig, und da lasse ich mir viel Zeit, dass es nicht zu laut ist, dieses Delay, sonst geht es auf die Nerven. Dass es aber doch noch einigermaßen hörbar ist. Ja? Also das ist ein bisschen Erfahrungssache. Wir hören noch einmal rein. Sorgt somit für eine schöne Tiefe, die der Zuhörer jetzt vielleicht gar nicht unbedingt bewusst wahrnimmt. Gut, das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Lead Vocals hier im Refrain automatisiert. Und zwar, was du hier siehst, ist, ich habe den Hallanteil nach oben gezogen, dass sie im Refrain mehr Hall hat. Und ich habe noch ein Delay dazu geschaltet, nämlich ein Stereo-Delay. Das ist links auf Viertel, rechts auf punktierte Achtel. Und damit gebe ich ihr mehr Breite. Das war aber so ein bisschen im Hintergrund, wenn der Refrain kommt. Also, das siehst du. Ich kann vielleicht mal den Mixer einfach zuschalten. Dann siehst du so ein bisschen, was passiert. Ja, dieses Delay hier wird automatisiert dann angeschalten. Und der Hallanteil wird nach oben gezogen, wenn wir in den Refrain gehen. Gehen wir mal kurz rein. Connect is fatal. And I'm a foreigner gone astray, and you can take the New England land. So bekommst du, oder so bekomme ich mehr Breite in diesem Fall in den Mix. Das heißt, der Hallanteil wird höher, das heißt, die ganze Sache bekommt ein bisschen mehr Tiefe und durch dieses Stereo-Delay, dass man wirklich jetzt im Gesamtmix gar nicht so, dass der Zuhörer gar nicht so wirklich wahrnimmt, dass dann Delay ist. Macht aber den Charakter der Lead-Vocals im Chorus noch ein bisschen anders, noch ein bisschen breiter und lässt sie etwas größer erscheinen. Dann möchte ich dir noch zeigen, wie du eine Stimme, das mache ich ganz gerne in Interludes, also wenn zum Beispiel die Instrumentierung, wie in diesem Fall das Arrangement, sehr nach unten geht, ist ein bekannter alter Arrangement-Trick, vor dem letzten Chorus nochmal nach unten gehen, um dann den letzten Chorus noch größer erscheinen zu lassen. Da mache ich es gern so, dass sich die Sängerin sehr nah herhol. Ich spiele die Stelle mal ganz kurz erstmal nochmal vor. Hier sind wir. Wir kommen aus der Bridge jetzt raus. Und so weiter. In diesem Fall spielen jetzt nur die Gitarren und sonst nichts und sie hat ihren Background-Sänger noch mit dabei. Was ich jetzt hier gemacht habe, um diese Situation, ich sag's jetzt mal, intimer zu gestalten und die Sängerin wirklich näher herzuholen und so ja, die Situation darzustellen, wie wenn sie direkt dir gegenüber sitzt. Ich habe den Hall komplett runtergezogen und somit hole ich sie näher her. Wir können das hier mal nochmal vergleichen. Wenn ich zum Beispiel hier im Chorus, wenn wir sie da anhören und dann bei diesem Interlude. Sehr verhallt, viel Reverb und jetzt hier an der Stelle. Ich könnte es auch ganz krass machen und das Ambience-Verb auch noch ausmachen. Wäre mir jetzt zu viel gewesen, okay? Und dann ziehe ich hier, wenn sie wieder in den dritten Chorus geht, das Reverb wieder hoch. You can take
Es bietet sich auch an, die Vocals an der Stelle noch mal ein kleines bisschen lauter zu machen vom Volume her, um sie noch näher herzuholen. Das werden wir aber morgen machen, denn da bekommen die Vocals dann noch mal eine Spezialbehandlung. Jetzt die Frage an dich, wie bringst du Dynamik in dein Arrangement? Machst du das so ähnlich wie ich? Arbeitest du mit automatisierten Delays und Halls? Arbeitest du auch mit Dynamik im Masterfader, so wie ich das mache? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ich lerne immer wieder auch mal was durch eure Kommentare dazu. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du Probleme hast beim Vocals abmischen, wenn wir hier schon bei den Vocals sind, ganz besonders wichtig bei den Vocals, wenn nicht überhaupt der wichtigste Schritt, ist das Einstellen des Equalizers. Hier kannst du viel richtig und auch viel falsch machen. Und wenn du dich da unsicher fühlst, dann empfehle ich dir meinen PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du den Equalizer für deine Lead-Vocals und auch alle anderen Vocals in 5 Schritten perfekt einstellen kannst. Dieses PDF findest du unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du es dir runterladen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.